2011 ist das Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit. Und so fanden in vielen Städten Deutschlands zu ganz verschiedenen Zeiten Freiwilligentage statt. Vor wenigen Tagen fand in Magdeburg der 6. Freiwilligentag unter dem Motto Otto engagiert sich freiwillig in Magdeburg statt. 48 Mitmachprojekte waren angemeldet, darunter eines im Friseurmuseum. In den letzten Wochen und Monaten hat sich ja hier eines verändert. Was? Wir hatten diesen Durchbruch im Mauerwerk. Unser Haus ist ja im Bauhausstil. Unsere Vermieter, das ist die Wobau, die haben sich sehr mit uns verbündet und wir haben hier eine große Unterstützung erfahren in der Zeit. Und jetzt sind wir daran, die Räume zu renovieren, herzurichten und für Ausstellungen parat zu machen. Neu dazugekommen ist ja auch die Bibliothek. Nun ist heute Freiwilligentag in Magdeburg. Es gibt über 50 Projekte in der ganzen Stadt. Was war heute noch so los? Wie viele Leute waren eigentlich hier? Insgesamt waren 15 Personen dabei. Aber mit das Netteste war, ein Ehepaar kam aus der Flechtinger Straße. Und darum stehe ich hier auch so ein bisschen. Die haben uns ihre gute alte Sammlung Kultur im Heim abgegeben. Und unsere Fachbibliothek soll zwar für Friseure, für Auszubildende, für Meister, für Ausbilder im Friseurhandwerk sein. Aber es soll einfach auch über Kultur, Kunst, Schönheit informieren. Und da passt also diese Serie wunderbar dazu aus alten Zeiten. Müssen wir vielleicht den Zuschauern noch erklären, Kultur im Heim war in der DDR eine interessante Zeitschrift, die es nicht immer gab. Man muss da jemanden kennen meistens, ja, um die am Kiosk zu bekommen. Und wir kannten jetzt jemanden, der uns seine gesamte Sammlung hier abgegeben hat. Und das passt zu uns und wir hoffen auch, dass hier umliegende Bürger aus der Beimsiedlung herkommen und sich vielleicht dann ab November, am 10. November ist Eröffnung, auch Bücher ausleihen. Wenn jemand mal einen interessanten Roman vorbeibringt, ist auch okay. Wäre uns recht. Wir haben also hier noch unsere Schränke noch nicht ganz bestückt. Hier ist zwar alles schon vorbereitet, aber wir sind noch nicht mit allem soweit. Es ist auch noch ein bisschen Zeit. Wer noch etwas hat zu diesen Themen, sehr gern gesehen. Zu den freiwilligen Helfern zählte auch Marina Bethker. Ja, also ich bin ja so gesehen die Leiterin dieser kleinen Bibliothek, die hier entstehen soll, und habe so ein bisschen auch mitkoordiniert. Also wo soll was hin, wo wollen wir die Bücher hinräumen, wo sollen die Möbelstücke stehen und so, dass es quasi zum Ende eine Fachbibliothek wird. Apropos Bibliothek, sind Sie beruflich da auch vorbelastet? Ja, ich bin Diplombibliothekarin und arbeite normalerweise Vollzeit in der medizinischen Zentralbibliothek in Magdeburg. Und wie sind Sie auf das Friseurmuseum hier aufmerksam geworden eigentlich? Ich wollte in meiner Freizeit eben ehrenamtlich auch was machen und habe dann auf der Seite der Freiwilligenagentur ein bisschen rumgestöbert und habe dann gefunden, dass das Friseurmuseum eben eine Fachbibliothek errichten möchte und ob jemand helfen will. Und da habe ich mich gemeldet und dann war ich dabei. Das heißt, Sie wollen ja wahrscheinlich dann öfter vorbeikommen? Ja, ich bin 1 bis 2 Mal die Woche hier am Nachmittag und versuche dann hier so gut wie möglich was zu schaffen. Aber nicht nur Erwachsene hatten sich zum Helfen eingefunden. Also ich habe geholfen, eben die Bücher da einzusortieren und dann im Regal habe ich auch die Bücher einsortiert. Da die Sachen, die habe ich von draußen hier rein getragen. Und, hat Spaß gemacht? Ja. Bist du alleine hier oder bist du mit deinen Eltern hier oder bist du öfter hier? Also ich war schon mal hier und heute bin ich mit meiner Mama hier. Ah ja. Und findest du das interessant und hast du vielleicht die Absicht, hier öfter mal so vorbeizuschauen? Ja, also auf jeden Fall komme ich hier nochmal vorbei und sieht auch so im Großen und Ganzen ganz schön gut aus. Und es soll ja auch auf dem Hof immer mal so ein bisschen so Action sein, so für Kinder, so ein bisschen eine Spielecke oder so? Ja. Also eine Spielecke, da haben wir hier auch eine. Hier, das ist die Spielecke. Aha. Da ist noch hier, da sind noch kleine Tierchen drin. Naja, also kann noch ein bisschen was dazukommen. Was meinst du, soll die Magdeburger noch ein paar Sachen vorbeibringen hier? Also es wäre schon nett, wenn sie es machen würden. Also einfach hier mal an der Wahlbecker Straße 1 vorbeischauen und dann mal klopfen, klingeln oder vorher bei Frau Psoch anrufen. Ja. Insgesamt sollen sich 430 Magdeburger nach Angaben der Freiwilligenagentur an den Mitmachprojekten beteiligt haben.